Das sieht schön aus. Hallo, da sind wir wieder. Oder ich wieder mal. Weil ich es noch nicht dazu bewegen kann, nochmal mitzumachen. Aber egal. Ja. Pixie. Was ist von Pixie? Die Minstrel ist von Pixie. Wie man leicht am Titel erkennen könnte. Und ich habe gerade aus dem Augenblick gesehen, wir haben eine E-Mail erhalten. Da. Da gab es auch noch eine Stelltaste für ja, aber ich bin zu faul, die auswendig zu lernen. Ariadne, wir haben keine Synchronisation. Das heißt, ich werde wieder quasi drüber synchronisieren wohl, wie ich es bei Urlaub schon getan habe. Aber wenigstens haben wir jetzt hier wirklich nur ein einfaches Piep und nicht dieses grässliche Voice Output My Function. So schön Urlaub auch war, das war wirklich... Ich schweife ab. Hallo, ich bin Ariadne. Das heißt, Artificial Remote Intelligence and Dynamic Neural Extension. Das übersetze ich jetzt nicht. Wir sind 1,02 Beta. Ich bin dein Computer Companion, Trademark. Und wir werden auf dieser Mission zusammenarbeiten. Ist das nicht großartig? Wir haben uns jetzt an die Minstrel angekoppelt. Und ich habe das Undock-Protokoll initiiert. Soll es ein Missionsbericht? Nee, Bericht war nachher Brief. Eine Missionsvorstellung. In dem kleinen Bereich rechts von den Kryoröhren finden. Und dein Equipment ist in einer Kiste auf der Rückseite des Schiffes. Ich bin eingerostet, fällt mir auf. Das ging mal flüssiger. Hast du Sound? Nein, hast du nicht. Willkommen zur Ariadne 1.02 Beta. Wie du sie bemerkt hast, bist du hier auf dieser Mission alleine. Menschen melden sich nicht mehr so freiwillig, wie sie es normalerweise tun. Aber egal, denn ist jetzt eine Nicht-Kampf-Mission. Also bin ich mir sicher, dass es kein Problem wird. Nicht-Kampf-Mission, kein Problem. Ich sehe es kommen. Die Minstrel ist ein Zivilschiff, das Fracht und Passagiere transportiert. Vor ein paar Tagen, am 18. Februar, um genau zu sein, wurde eine Nachricht erhalten, die besagt, dass Fen Drayton, ein Trautum-Angestellter und Passagier, ermordet wurde. 4 Tage später sendete der Captain eine weitere Nachricht, die besagt, dass die Todesursache natürlich war. Versuche, das zu bestätigen, sind fehlgeschlagen. Kein Signal wurde mehr von dem Schiff aufgefangen für die letzten 5 Tage. Nebenbei, dies ist die Beta-Version von Ariadne. Wir freuen uns darauf, von dir über mögliche Probleme zu hören. Wir vertrauen darauf, dass es nichts zu Ernstes werden wird und bedanken uns für deine Rückmeldung. Also, ich befinde mich auf einer Nicht-Kampf-Mission, bei der jemand möglicherweise ermordet wurde. Und werden unterstützt von einer KI, die im Beta-Zustand ist. Will nicht? Mach zu. Ach, dann nicht. Ja, also, wunderbare Voraussetzungen. Oh, ist upgrade. Ist upgrade ist gut. Was haben wir hier erstmal? Energiepistole, die nutzlos ist. 125 Servomodule, meine Güte. Und hier bist du direkt mal aufgeladen. So, was haben wir denn hier Schönes? Forschen, zumindest mal auf 1, kann eigentlich nicht schaden. Andererseits hat Forschen mir bisher nie was gebracht. Hacken auf 2 ist schön. So, Moment, war jetzt warten. Ja, Wartung war das, nicht reparieren. Wobei, so wie ich mich falken werde, wahrscheinlich auch einmal appariert noch extra. Waffen modifizieren ist schön, aber mehr Zeug tragen können ist sehr schön.
PHP, PSI werde ich wahrscheinlich nicht allzu ausgiebig benutzen, wie letztes Mal auch. Ja, Cyberwert, warum nicht? Kostet fast gar nichts. Es ist eine grauenvolle Werbung, wirklich. Natürlich hätte ich gerne auf 1, damit ich wenigstens Pistolen tragen kann, wenn ich welche sehe. Und ja, Kryokinese ist gut. Schild, wie ich gemerkt habe, auch. Auf den Rest kann ich verzichten, glaube ich. Bis erstmal, da habe ich noch 52 Module. Ansonsten haben wir hier auch nicht großartig was. Es ist ein recht langsamer Anfang, es tut mir leid, aber... Heilen? Ja, klar, heilen ist super. Ja, aber das reicht dann fürs Erste, okay. Na komm, gehe ich doch mal forschen. Kann ja generell nicht schaden. Außer, dass es mich... Sein Modul kostet, aber egal. Und... Separieren oder... Ach, mehr AP. Ja, genau. Wenn die QBRs, wenn sie auch existieren, so verteilt sind wie letztes Mal, brauche ich die Kraft. Ich habe keine Melee-Waffe, also, ha. Karte, Moment, habe ich... brauche ich, glaube ich, nicht. Gut, P-Experte, ja, High-Quality-Commentary. Komm. Ich werde bestimmt irgendwo eine Melee-Waffe finden. So. Das scheint mir... ...der Dockgang zu sein. Ich habe gerade den Namen vergessen. Und hier geht's runter. Die Eingeweide des Schiffes, da kommt man so frei hin. Wow. Wow. Gut, offenbar funktioniert der Schwerkraftgenerator hier unten nicht. Interessant. Hui. Oder auch nicht hui. Gut, also Melee-Waffe und Auto-Tool. Auto-Tool? Ach, keine Ahnung. Wird bestimmt irgendwann erklärt werden. Ich befürchte aber, dass ich ganzen E-Mails gar nicht lese. Die kündigen sich ja nicht an, nur dieser kleine Text oben links, den man so leicht übersehen kann. Naja, kümmere ich mich drum, wenn es soweit ist. Ich nehme keinen Fallschaden, ne? Oder bin ich einfach nur auf der Leiter gelandet? Naja. So. Also diese gesamte Mission hier ist auch quasi Beta, nicht vollständig, von Pixie, verbessert von anderen Leuten. Steht ja im Forum. Also, die ganz vergessen habe, dass. Ja, Namen, halt die letzte Fan-Mission. Von Voodoo recht stark modifiziert wurde. Verbessert und so weiter. Und nicht Waffenmission, ich sehe es. Und hier sind gerade Shells despawned. Mag mir nicht gefallen. Aber wenigstens ein bisschen was zu futtern. Bisschen was zu futtern ist gut. Und ich stelle mein Spiel gerade ein bisschen lauter, weil es doch wirklich ziemlich leise ist. Ja, das klingt besser. Du bist grün. Zugang erforderlich. Okay. Das ist grün, nicht rot. Rot heißt zu, grün heißt generell auf. Ach, egal. So, Klo, Klo. Pneumatische Duschtüren. Die Zukunft. Aber unter Wasser setzen tun die Duschen den Raum trotzdem. Hier was drin, ist da was drin? Nö, alles. Vollkommen leer und langweilig. Aber sehr angenehm gestaltet, auch wenn das Licht ein bisschen was sehr komisch ist, aber naja. Ja.
Disco, Strobo, Strobo. So, du bist rot. Bist du jetzt auf? Zugang erforderlich. Ja. Grün. Rot. Beide zu. Ah. Ich höre Larven. Ich sehe Larven. Seite springen Larven? Nein, das wäre auch ziemlich unfair. Noch mehr. Hm? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, wa? Ich hab mir viel HP mehr zu tun gehabt. Nee, das war nur Infinite, dass die sterblich gemacht hat. Hoffe ich doch zumindest. Ja. Du hast meine Erlaubnis zu sterben. Hier ist nichts, da ist nichts. Nur ganz, ganz viel Masse. Ist hier hinten irgendwas außer Blutgefäßen? Nö. Brombust. Brombust ist super. Brombust habe ich gerne. Und speichern. Ich hoffe, ich habe aus meiner letzten Erfahrung gelernt. Warum 19 Minuten? Ich habe noch keine 19 Minuten gespielt. Bitte dankeschön. Das Spiel ist auch noch nicht 19 Minuten auf. So, dazu. Kann man die Sachen hacken? Ja, kann man, aber... Ich warte lieber noch ein bisschen, was sagt ihr, und vergaß es dann trotzdem. Hi. Ich finde euch. Back to Shot. Ach nee, danke. Casino, juhu. Bist du? Vernünftig bist du, okay. Schon ganz viel alt, möchte ich nicht. Jetzt ist es wieder zu laut für mich. Ah. Lautstärke, please. Sei konform. Herzchensäule. Schöne Gestaltung. Sehr schöne Raumgestaltung. Nicht viel drin, aber es sieht nach was aus. Hast du irgendwas hinter der Theke versteckt? Habe ich gar nicht nachgesehen. Nö. Alles langweilig und glatt und leer und rüber. Gut. Gehe ich hier hoch? Ja. Schade. Habe ich überhaupt nach her? Hat ich irgendwo gefunden? Ja, keine Ahnung. Ich werde es schon irgendwo her haben. Alirap, kaputt? Hallo. Nee, bitte nur dunkel. Auswahl. Oh, gut zu wissen. Gut. Ganz, ganz viel Troll auf dem Marf zum Schiff. Ist ein etwas harter Übergang, aber... Ich kann es schon nachvollziehen, glaube ich. Es sind, glaube ich, viele verschlossene Türen überall. Jetzt vielleicht mehr auf Hecken gehen sollen, so wie es aussieht. Küchen. Küchen sind gut. Tetrakul, Tetrakul, nix, 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 nix. Hier auch nicht, nein. Mais und Erbsen und... Gedöns hier unten. Saft. Saft ist gut. Ich habe noch keine Snackable Snacks, ne? Nö. Warum sollte ich auch? Das nehme ich gerne, das auch, das auch. Noch habe ich den Platz, ja. Durchreiche. Sieh meine an. Ja, 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 danke. Okay, das war die Küche. Medizin. Du bist zu garantiert, ne? Ja. Zugang erforderlich. Medizin mit Sauerstofftanks. Ich auswählen kann? Okay. Macht Sauerstoff eigentlich nicht. Andererseits, gut, es ist ein Druckgefäß gewesen. Was rede ich eigentlich? Hier ist leer, gut. Lock. Okay, wir starten von Jupiter Skies mit 12 Passagieren. Mal schauen, ein 9 Jahre altes Mädchen, ein Mann mit einer Tomatenallergie, nichts Anormales.
Okay, wir haben einen toten Passagier. Der Captain hat mich um eine Autopsie. Der Captain hat mich um eine Autopsie gebeten. Danke, Zunge. Und fürs Protokoll, ich möchte es notiert haben, dass ich ein Kommunikationsoffizier bin. Mit gerade genug medizinischem Wissen, um eine Medi-Liege zu verwenden. Also in keinster Weise qualifiziert für forensischen Kram. Also ich werde tun, was ich kann, ohne den Körper zu öffnen. Und dann werde ich ihn einfrieren und die echte Arbeit für die Profis auf der Mondbasis Alpha überlassen. Okay, das Subjekt ist ein Fendrayton, weiblich. 1,65 Meter groß, 62 Kilogramm, 43 Jahre lang alt, laut der Aufzeichnung. Und Aussehen vom Aussehen her zu schätzen auf etwa 35, also sehr gut erhalten. Die erste Examination, ja. Englisch. Der Ursprungsbefund am Ursprungsort, ich gebe keinen Mist darauf, zeigt Hinweise auf ein Trauma zum oben rechten Schädelplatte, Cranium, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Wenn man sich jetzt ansieht, was die Miniscans zeigen. Okay, sieht aus, als wäre das Trauma die Todesursache. Die wahrscheinlich zwischen 23 Uhr letzte Nacht und 3 Uhr diesen Morgen stattgefunden hat. Das Subjekt war ansonsten bei guter Gesundheit. Das Subjekt hatte einen minimalen Blutalkoholgehalt, der etwa für 2 Gläser Wein mit dem Abendessen spricht. Außerdem einige Spuren von Allergon für ihre Allergie. Anscheinend wurde ihr Frontlappen etwas vergrößert. Und speziell gefaltet. Sie hatte ein ziemlich besonderes Hirn. Nichts, was darauf hinweisen würde, dass das mit der Todesursache zusammenhängt. Keine weiteren Anomalien. Gute Güte, ist das ein langer Lock. Wenn man sich die Wunde jetzt ansieht, würde ich raten, dass sie von einem groben, stumpfen Instrument verursacht wurde. Gegenstand, nicht Instrument. Etwas ziemlich Schweres, lang und dünn, wie ein solider Metallstab. Ich kann keine Flocken, Eggs wirklich, Spuren würde ich sagen, um die Wunde finden. Ich hänge die Datei an und bringe den Körper auf Eis. Lege den Körper auf Eis. Für die Experten auf L5. Okay, das sind mehrere Loks. Aha. 2 Tote auf einem Trip. Das Objekt ist männlich. 1,93 Meter groß, 93 Kilogramm schwer, 33 Jahre alt. Seine Crew sagt, er hat sich seltsam benommen und ist dann vom Catwalk, also da von der Balustrade, nein, nicht Balustrade. Querstreben, halt, keine Ahnung. In den Maschinenkern gesprungen. Der Körper zeigt Zeichen von mehreren Verletzungen. Alle sprechen für diesen Fall. Soweit ich das beurteilen kann. Okay, was sagen die Mediscans? Was ist das? Es hat einen Organismus im Kopf gefunden. Ein Wunder, dass es sich dazu verhalten hat. Mal schauen. Ja, ich kann das sehen. Scheint immer noch lebendig zu sein. Nein. Overly dramatic.
Gut, Manny, wie kommt die Manny hierher? Was analysierst du? Chemikalien, Chemikalien sind gut. Antitoxin-Spritze. Die Ordnung im Inventar. Bist du kaputt? Nein, gehst du nicht. Du bist nicht komplett. Ah. Gut, also. Ganz, ganz viel Text. Value Wrap. Wieder mal nicht beleuchtet. Bitte treffen Sie Ihre Aufgabe. Sieht aber sehr lustig aus. Hi. Ach ja, Brom ist richtig, deswegen kann ich besser zuschlagen. Allquill ich keinen, danke. Zugang erforderlich. Ein Garten. Hier kam ich dann wahrscheinlich von unten raus direkt. Aus dem dunklen Durchgang mit. Bis. Was? Was? Ich nehme an, dass hier ist ein Testbereich. Oder hat Jordan hier einfach zweites Paralleluniversum erschaffen? Weil ich habe keinen FTL-Drive hat eigentlich. Ach egal. Ei. Sehr verwirrend, sehr verwirrend. Oh, hi. Hm, dann nicht. Rumble, nein. Erstmal schauen, ob ich mich irgendwie tarnen kann. Tarnen wäre super. Hi. Was? Oh Gott. Hatte ich in den letzten FM nicht schon genug von dem Mist? Huch. Abgeschlossen? Nee. Mal schauen. Kannst du mich von hier aus angreifen? Ja. Evidenterweise so. Jetzt sehe ich nichts, aber. Das ist eine ziemlich schwierige Situation, in der ich hier gerade bin. Das tangiert dich auch so ziemlich gar nicht. Und so viel dazu, okay. Ich reg mich in der nächsten Episode darüber auf. Bis dahin.